So, dann wollen wir uns mal der dritten Artefaktwaffe widmen. Heilig. Die Drenai mussten aus vielen Welten fliehen, während die Legion sie verfolgte. Auf einer der Welten blieben ein paar Tapfere mit Ture, dem strahlenden Juwel der Heilung, zurück, um sich der Legion zu stellen und ihren Freunden zur Flucht zu verhelfen. So, auswählen. Und wir müssen auf Heilig gehen. Ach, du Kacke, wir haben keine Waffe für Heilig. Wir haben keine Waffe für Heilig. Wir haben auch nichts auf der Bank liegen lassen, so viel ich mich erinnern kann. Was machen wir denn da? Sammlungen. Erbstücke und Waffen. Waffen. Der nicht. Wir nehmen. Wo ist denn? Das auch nicht. Hä? Wo ist denn hier der Stab? Wo ist denn der Stab hin? 100. Hier. Ja gut, bleibt uns nichts anderes übrig, als den zu nehmen. Oh, Heiligskillung. Alter Schwede, das letzte Mal, wo ich heilig geskillt habe, das ist locker mal 2 Jahre Wie her. kann ich euch helfen? So, Quest beenden. Trefft euch mit Verteidiger Boros vor der helfenden Hand in Dalaran. Wo ist denn die helfende Hand in Dalaran? Gut, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen die Zaubersprüche durchgehen. Heilige Pein, heiliges Feuer. Segenswort Züchtigung. Züchtigt das Ziel. Heilige Nova. Erneuerung ist Heilung. Lässt ein Wunder geschehen und heilt einen Verbündeten. Blitzheilung. Heilung. Gebet der Heilung. Gedankenkontrolle. Schutzgeist. Uiuiui. Was gibt's denn noch? Gebet der Heilung. Gebet der Besserung gibt's auch noch. Ist auch ein Heilzauber. Gotteshymne. Ist auch ein Heilzauber. Glaubenssprung. Heilige Nova. Läutern, Magiebannung. Züchtigung haben wir. Untote Fesseln können wir noch mit runterholen. Haben wir auch hier drüben. Noch irgendwas? Nee, das war's. Oh je. Muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt wegen den neuen Raids. Also der Bodenaquädukte ist schon draußen. Am 8.2. kommt königliches Athenäum, am 22.2. die Nachtspitze und am 8.3. Aufstieg des Verräters. Also die haben immer einen 2-Wochen-Rhythmus anstatt einen 1-Wochen-Rhythmus. Keine Ahnung warum. Deswegen wird es wahrscheinlich erst irgendwann im März, bis die Raids rauskommen. Ach, Talentpunkte haben wir auch noch. Blitzheilung. Mana-Regeneration wird erhöht. Mach mal Erleuchtung.
Heilt das Ziel alle und erhöht Körper und Geist. Machen wir das hier. Erzeugt. Nein. Segen zwar Züchtigung, betäubt das Ziel für 5 Sekunden und wird nicht durch erlittenen Schaden aufgehoben. Wo haben wir denn? Da haben wir Segen zwar Züchtigung. Ja, erhöht die Effektdauer von Geist der Erlösung. Machen wir Tadel. Glücksfall verringert die verbleibende Abklingzeit des zugehörigen Segenswortes. Wenn die Effektdauer eures Schutzgeistes abläuft und dass er sein Ziel vor dem Tod gerettet hat, wird seine verbleibende Abklingzeit auf 90 Sekunden verringert. Eure Heilzauber und heilige Pein haben eine Chance von 8%, dass euer nächster Einsatz von Blitzheilung zu einem kostenlosen Spontanzauber wird. Heilt euch und ein anderes verbündetes Ziel sowie ein drittes, das brauchen wir nicht. Gebet der Besserung klingt 2 Sekunden schneller ab und löst jetzt Glücksfall aus, wodurch die verbleibende Abklingzeit von Segenswort Heilung verringert wird. Wenn ihr mit einem Segenswort Heilung hervorruft, wird eure hervorgerufene Heilung 6 Sekunden lang um 15% erhöht. Schleudert einen göttlichen Stern 24 Meter weit nach vorn, der alle verbündeten. Er schafft einen Ring aus heiliger Energie um euch, der sich rasch heilt. Strahlenglanz, 40 Sekunden, machen wir den, oder machen wir den, ne, wir machen den hier. So, und ihr nehmt für 30 Sekunden eine Gestalt aus reiner heiliger Energie an, wodurch die Effekte vom Glücksfall um 200% erhöht und die Kosten eurer Segenswörter um 100% verringert werden. Euer Zaubergebet der Besserung hat eine Chance von 40% auf jedem geheilten Ziel den Effekt Erneuerung zu hinterlassen. Wir machen jetzt einfach mal Ehrentalente. Ach so, haben wir ja auch noch. Gut. Das haben wir erledigt. Dann schauen wir mal hier drin. Nö. Hier um die Ecke dann. Ja, da vorne steht er. Oh, das wird ein Abenteuer. Versorgt die Wunden von Beschützer Barem. Er ist direkt da drin. Bitte tut, was ihr könnt, um ihn zu retten. Wo ist er denn? Da. Heilung. Absorbiert. Was jegliche erhaltene Heilung wird negiert. Magie. Oh, haben wir Magiebann irgendwo? Magiebannung hier. Sollte man vielleicht auch runterziehen. Was? Ungültiges Ziehen? Wieso denn ungültiges Ziehen? Magiebannung? Nee, das ist Massenbannung. Massenbannung? Ah. Ah ja. Oh, mein Kopf. Wo bin ich? Ich brauche frische Luft. Aber nicht kotzen. Ja, jetzt kotzt er doch.
muss man erstmal drauf kommen. Quest beenden. Reist zur Dunkelsteininsel nahe der verheerten Küste und sucht nach Alora. Dunkelsteininsel nahe der verheerten Küste. Ich komme mit euch. Ihr habt einem meiner Männer geholfen, also werde ich den Gefallen erwidern. Ich treffe euch auf Krasos Landeplatz. Wir können mit meinem Greifen zu. Genau, das ist gut, wenn wir mit deinem Greif fliegen können. Das könnte sehr interessant werden. So, wo ist er denn? Lasst uns los. Da ist er. Lichtfeder ist gesattelt und abflugbereit. Gut, fliegen wir mal dahin. Hier runter. Flucht aus der Dunkelheit, Dämonenlager gesichtet. Na, mich wundert es, dass wir nicht irgendwo in ein altes Gebiet müssen, so wie es bei den anderen beiden der Waffen der Fall war. Vielleicht müssen wir das ja auch noch. So. Und nu? Ja, ich habe hier gesichtet. Die Bestie versucht, ihre Seele zu stehlen. Schnell, noch können wir sie retten. Ihr wollt also versklavt werden. Uiuiui. Alter Schwede, da kommt gut Schaden rüber. Wir sollten vielleicht mal als Heiligpriester ein bisschen questen. Das war ja jetzt hier 1 Million Schaden innerhalb von kürzester Zeit. Beim Licht, ich lebe wieder. Ich bin halt ein netter Mensch. Etwas Unerwartetes hat eure Diskussion unterbrochen. Kümmert euch darum. Was? Ein Propheten? Was ist das? Was habt ihr dreckigen Sterblichen am Portal des Meisters zu suchen? Ich reiße die Antworten aus euren Seelen. Da kommt ein Dämonenjäger. Los, kümmert euch um den Dämonen. Ich versorge Alora. Ja, mach ich. Alter Schwede, ist so viel Schaden in kurzer Glück, Zeit. Dass ich in der Nähe war. Was sucht ihr an diesem verlassenen Ort? Mein Leben. Ich suche hier eine Waffe. Untergang der brennenden Legion. Begleitet Jace Düsterweber durch das Portal und holt euch Ture, das Fahnal der Naru. Lasst euch nicht von der Macht der Legion lehren. Das Portal ist gleich da vorn. Ist das dann schon die Waffe? Ja, aktivier mal. So, einmal hindurch durch das Portal. Sieht aber schon cool aus hier unten. Phase 1 von 7. Boah. Heilt Verteidiger Boros vollständig. Sei Dank, ihr habt es geschafft. Das Böse lauert hier in jeder Ecke. Jace kundschaftet voraus, doch wir wurden getrennt, als die Dämonen angriffen und diese Barriere errichteten. Er ist noch da draußen. Jetzt ist die Frage, brauchen wir mehr Heilung hier? Danke, Champion. Jetzt, wo ich wieder bei Kräften bin, heilt Jace Düsterweber. Weil wenn wir mehr Heilung brauchen, bräuchten wir das ja eigentlich unten auf der Leiste, dass wir besser drankommen. Wir kämpfen an eurer Seite, Dämonenjäger! Gib
späte Heilung. Strahlenkranz. Den sollte ich vielleicht auch heilen. Das wäre, glaube ich, besser. Sehr schön. Danke, Freunde. Ich bin überrascht, dass ihr die Falle des Dämons überlebt habt, Boros. Ich dachte schon, wir wären nur noch zu zweit. Meine Wunden waren tief, doch Rettung kam in letzter Sekunde. Sie haben die Tore zu den oberen Ebenen geschlossen. Nutzt eure Heiligmagie, um den Ankerkristall zu zerstören. Das sollte den Weg freimachen. So, zerstört den Ankerkristall, verlasst die unteren Decks des Legionsschiffes. Ausgezeichnet. Und jetzt lasst uns von hier verschwinden. Was ist das für ein Lärm? Naranot! Wenn das schon wieder ein Gefängnisausbruch ist, lasse ich euch auf diesem elenden Seid Felsen auf der Hut. Verrotten! Ich spüre einen mächtigen Dämon vor uns. Hier ist Würdet nichts. Ihr auf das Licht vertrauen, Dämonenjäger? Rettet Boja. Dann gäbe es keinen Grund zur Furcht. Eine Gefangene. Ihre Hilfe käme gelegen. Befreit sie! So, sehr schön. Dingo! Danke, dass Sie mir da rausgeholfen haben. Wunderbar. Entkommt nie wieder jemand. Boah, das ist ja komplett auf Heilung ausgelegt. Alter Schwede. Hier haben wir einiges zu tun. Ich muss mich selbst heilen. Wo sind die denn? Wieso laufen die denn weg? Ich will hier die ganze Zeit unten aktivieren, weil ich nicht dran denke, dass die Heilungszauber oben sind. Scheiße, wir sind tot. Okay. Das müssen wir dann nochmal machen. Wir müssen unbedingt die Heilungszauber auf die Leiste hauen. Wo müssen wir denn hin? Hä? Ah, hier hoch. Scheiße. So, wir hauen jetzt erstmal die ganzen Heilungszauber hier runter. Und was haben wir noch? Erneuerung, Blitzheilung, Gebet der Heilung. Große Heilung, sehr wichtig. Müssen wir das jetzt nochmal komplett von vorne machen? Da sind wir. Ich heile mich jetzt erstmal. Die große Heilung kommt hier hin. So. Strahlenkranz. Okay. Gut, da müssen wir nochmal gucken. Fürst Edan kennt den Weg. Wie geht's denn so, Mann? So. Wie viel hat er denn? 15 Millionen. Oh, probieren wir es mal aus. Das Licht ist hier, euch zu bezwingen, Dämon. Die Hand von Argus kämpft mit euch. Wieso kriege ich eigentlich alles ab? Hallo?
Wieso krieg ich hier alles ab? Eieiei. Also wir müssen eine Menge Blitzheilung arbeiten. Ansonsten wird das nichts. So, wo ist der andere? So, Boja. So, große Heilung. Jetzt mal raushauen. Das wird knapp, das wird arschknapp. Alter Schwede. Oh. Nicht sterben, nicht sterben. So, komm, ihr habt ihn gleich, ihr habt ihn gleich. Oh. Sehr schön. Bezwingt Lady Kalintris. Ja, ich muss aber erstmal hier heilen. Alter Schwede. Vielen Dank nochmal für die Rettung, Mann. Wir suchen die Anführerin dieses Horts der Schrecken, eine Eredar namens Lady Kalindris. So ist es. Sie ist wahrscheinlich draußen und beaufsichtigt den Gefangenentransport. Ich habe noch eine Rechnung mit ihr offen. Also wenn ihr sie ummieten wollt, bin ich dabei. Kommt, gehen wir, bevor wir noch mehr Überraschungen erleben. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier raus. Gebet der Besserung. Also, das ist... Alter Schwede, was kriegt der denn für Schaden? Ja, man merkt, dass wir eine scheiß Waffe haben. Für so einen Charakter jetzt. So. Wir dürfen nicht mal pausieren, um uns ein bisschen zu regenerieren. Ist das nicht toll? So, da ist Lady Kalandris. Die hat 17 Millionen. Unsere Beute ist in greifbarer Nähe. Wir müssen zuschlagen, bevor sie Hilfe rufen kann. So, ja, mach. Weg. Strahlenkranz. Sehr schön. Macht mal ein bisschen mehr Schaden. Ich weiß nicht, wie lange ich das wegheilen kann. Wer kriegt denn am meisten Schaden von denen? Er hier. Und sie auch. Wow.
nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh, das war knapp. Ich bin es leid. Die Dunkelheit wird euch verschlingen. Nein, 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 nein. Jetzt sind es nur noch wir beide. Euer erbärmliches Licht wird euch nicht retten. Sag mal, wie lange brauchen die denn, um die platt zu machen? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ihr seid gestorben, Arschloch. Es kann doch nicht sein. Und ich soll die am Ende auch noch platt machen. Was ein Schwachsinn. Was ein Schwachsinn. So, heilige Nova. Gut, wir brauchen heilige Nova. Strahlenkranz. So, das müsste normalerweise reichen. Hoffe ich zumindest. Ich sag mal, eben hat es ja ganz gut funktioniert. Es war halt ein ganz kleines bisschen zu wenig Schaden, der am Schluss gekommen ist. Naja, wenigstens ist sie noch gut dabei. Strahlenkranz, heilige Pein, heilige Pein. Nein! Mein Stab absorbiert das Licht! Seid verflucht! Oh, was soll ich denn noch machen? Dreckige Magie! Ich kann das nicht wegheilen. Das wird arschknapp, das wird arschknapp. Blitzheilung. Wie viel hat sie denn noch? 500.000. Ich weiß, es ist etwas unkonventionell, was wir jetzt hier gerade machen, aber besser als gar nichts. Mein Stab! Er spürt das Licht in euch! Was ist das? Nein! Das war knapp. Welche Macht! Ich spüre, wie die Essenz des Dämons jede Faser meines Wesens erfüllt! Ich fürchte um eure Seele, Dämonenjäger. Es ist nicht zu spät. Gebt euch dem Licht hin und lasst es eure Verderbnis läutern. Verschont mich, Paladin. Euer Volk kennt die Schrecken, die die brennende Legion entfesseln will, nur zu gut. Die Legion muss aufgehalten werden. Um das zu erreichen, bin ich bereit, alles zu tun. Nichts ist wichtiger als ihre Vernichtung. Mhm. Gut, dann nehmen wir die Waffe. Ture, Fanal der Naru. Ihr zwei könnt euch später angreifen. Wird Zeit, dass wir von hier verschwinden. Und wir haben einen Erfolg. Erringt jedes Artefakt, das für eure Klasse verfügbar ist. Sehr schön. Verlasst Niskara. Machen wir doch gerne. Also ich muss schon sagen, es war eine Herausforderung. Also, einfach war es nicht. Dann reiten wir jetzt zurück zur Ordenshalle.
und werden da die Quest abgeben. Ja, Artefakt macht, ich weiß nicht, wollen wir als mit Heiligskillung irgendwo hin? Also ich wüsste jetzt nirgends. Da müsste ich mich erstmal wieder reinfinden in die Heiligskillung. So, hier drüben können wir die Quest abgeben. Ohne Glauben ist der Kampf schon verloren. Das Licht und wird euch den Weg leuchten. Das war's. Das war es. Wir haben alle drei Artefakte. Hier, wo ist, hier können wir die reinhauen. So, schauen wir mal. Ja. Ihr müsst Artefaktmacht sammeln. Wir haben natürlich jetzt auch nichts in der Tasche. Der kann zerstört werden. So. Gut. Wir können ein bisschen Artefaktmacht ausgeben. Wir haben ja genug auf der Bank liegen. So. Bisschen schneller, schneller, schneller. Schneller. So. Einmal aufs Reittier. Ich weiß nicht, was ist näher, da drüben oder hier. Müsste eigentlich vom Weg gleich sein. So, und wir haben ja auch Heilig-Artefakte. Hauen wir uns mal so 16.000 rein. Mögen eure Reisen sicher sein. 16.300. Da sind wir aber richtig aufgestiegen. So, was haben wir hier? Lebendiges Artefaktrelikt, Heiliges und nochmal Heiliges. Seid gegrüßt. Gebet der Heilung. Segenswort Heilung. Erneuerung. Das. Und jetzt muss ich überlegen. Was haben wir hier jetzt? Heiliges. Also Heiliges. Hier Segenswort Epiphanie. Blitzheilung hört sich gut an. Finster, finster, finster. Finster, das ist alles finster und blutig. Hier haben wir eisernes Artefaktrelikt. Heiliges. Gebet der Besserung hat eine Chance von 6%, keine Aufladung zu verbrauchen, wenn der Effekt auf ein neues Ziel überspringt. Hier Lebendiges. Erhöht die von Blitzheilung und Heilung hervorgerufene Heilung um 3%. Ich muss mal kurz was gucken. Wenn wir jetzt umskillen, das war das hier unten, Lebendiges. Seid vorsichtig. Wenn wir jetzt umskillen auf Schatten, ist da dann ein anderes Artefaktrelikt? Oder Grüße. Ist das immer noch das Gleiche? Ne, das ist immer noch das Gleiche. Okay, gut. Gut, gut, gut. Das wollte ich nur wissen. Nicht, dass wir jetzt eins verbrauchen und dann können wir es bei einer anderen Waffe gebrauchen. Was haben wir hier? So. Heilig, heilig, lebendig. Siehe den Ehrenfreund. So, einmal das hier. Wollen wir noch mal ein bisschen Artefaktmacht draufklopfen? Komm, die beiden können wir noch opfern. Lebt wohl. So, dann einmal den hier. Einmal den hier. Und dann wieder in die Ordenshalle. Und
Ja, wenn wir das dann haben, dann war es das heute für mich. Also heute wieder Marathonaufnahme. Gut, jetzt zwischen der letzten Folge und der jetzt war etwas Zeit vergangen. Musste ich noch ein paar Erledigungen machen. Aber ich habe ja gesagt, das nehme ich heute auf jeden Fall noch auf. Müssen wir jetzt hier hoch. Altar des Licht und Schattens. So. Ruf der Naru haben wir. Beim Einsatz eines Segensworts besteht eine Chance, dass ein Abbild von Ture an eurer Seite beschworen wird. Für die nächsten 15 Sekunden wird Ture alle von euch gewirkten Zauber imitieren. Wow. Erhöht die gesamte hervorgerufene Heilung um 5%. Und jetzt wird die Artefaktwaffe so gesehen aktiviert. Erhöht die Heilung von Gebet der Heilung um 4%. Erhöht die Heilung von Erneuerung. Erhöht die von Blitzheilung und Heilung hervorgerufene Heilung um 3%. Glaubenssprung. Gebet der Besserung hat eine Chance von 6% keine Aufladung zu verbrauchen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung hier. Blitzheilung. Was haben wir hier? Während fokussierter Wille aktiv ist, verringern heiliges Feuer und Segenswortzüchtigung 3 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels um 30% und erhöhen eure eigene um 30%. Erhöht die Heilung eurer Segenswörter. So muss das sein. Solange Gottes Hymne aktiv ist, springt Gebet der Besserung alle 0,9 Sekunden zu einem neuen Ziel, ohne eine Aufladung zu verbrauchen. Hermit. Verringert die Abklingzeit von Segenswort Heiligung um 3%. Schutzgeist beschwört einen zusätzlichen Geist, der euch selbst beschützt. Nach dem Einsatz von Segenswort Heilung wird die hervorgerufene Heilung von Gebet der Heilung 15 Sekunden lang um 6% erhöht. Machen wir hier noch. Und das war's. Mehr können wir nicht. Gut, dann haben wir noch hier die Relikte. Jetzt muss ich gucken. Das hier ist das niedrigere. Machen wir vorne rein. Hallo? Hier auch. Hä? Warum geht es denn jedes Mal zu? Und hier auch noch. Gut, damit hätten wir das Relikt auch gut hochgebracht. Ja, da sind wir fast bei unserer Ausgangsstufe. Das ist schön. Können wir damit irgendeinen Spezialzauber machen? Eher nicht. Naja. So, damit haben wir das Heilig-Relikt auch noch geholt. Hat lange gedauert, ich weiß. Aber was lange währt, wird endlich gut. Wenn wir dann beim LFR reingehen, werden wir aber trotzdem als Shadow reingehen. Dadurch, dass ich die Bosse noch nicht kenne, als Heiler ist nicht so gut. Für Innis werde ich erstmal die heroischen Innis machen, die wir ja eh brauchen. Hier für Zauberkunst, Schneiderei, das hier und so weiter und so fort. Wir haben eine Menge Innis, wo wir machen müssen. Und ja, am Anfang werde ich erstmal als Shadow agieren. Später werde ich dann wahrscheinlich auf entweder auf Disziplin oder heilig gehen, dass wir mal ein bisschen heilen. Alles klar, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.